Lohnt sich Suchmaschinenoptimierung für Sales-Berater und Sales-Dienstleister, also Agenturen, Consulting-Unternehmen, die sich mit Telesales oder LinkedIn-Akquise oder auch anderen Wegen der Neukundengewinnung beschäftigen, oder auch der Beratung, wie man eben diese Neukundengewinnung in den Vertrieb integriert? Bleib unbedingt dran, wenn das dein Thema ist, weil wir gehen der Frage auf den Grund, ob Suchmaschinenoptimierung dein Unternehmen nach vorne bringen kann, ob du über Suchmaschinenoptimierung selber neue Kunden gewinnen kannst. Mein Name ist Philipp Prosch, ich bin Gründer und Geschäftsführer der Prosch Consulting GmbH und gemeinsam mit meinem Team unterstütze ich Unternehmen dabei, also Hersteller, Händler und Dienstleister, in Google gut gefunden zu werden und die Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern. Also, was konkret machen wir jetzt in diesem Video? Wir schauen uns das Potenzial an in deinem Markt. Mit welchem Suchbegriff suchen Menschen in Google? Das Ganze monatlich, also wie häufig wird der Begriff Neukundengewinnung beispielsweise in Google eingegeben im Monat? Schauen uns an, wie viel Traffic können wir auf deine Seite holen, mit welcher Conversion können wir rechnen, also wie viele Interessenten können wir in Anfrager verwandeln, Käufer verwandeln, und was bedeutet das eben in Stückzahl an Sales? Die Sales machen wir aus an dem Preis, dem Produktpreis, den wir jetzt in diesem Video natürlich mal fiktiv uns vornehmen, können wir sehr konkret machen, auch in einem persönlichen Gespräch, aber wir gehen einfach mal davon aus, indem wir halt einfach mit pauschalen Preisen rechnen, was dann eben auch am Ende an Potenzial in Summe für dich dabei rauskommen kann. Wir nehmen also direkt den Begriff Neukundengewinnung. Ich kürze das hier mal ab. Neukundengewinnung und müssen uns natürlich jetzt die Frage stellen, wie teuer ist denn dein Angebot? Also wenn ich jetzt auf dich zukomme, du wirst wahrscheinlich im besten Fall eine Setup-Gebühr haben, wofür du, also die du für Konzept, Einrichtung, Strategie, Workshop, was auch immer eben in Rechnung stellst. Und wahrscheinlich auch ein Retainer. Aber sagen wir mal, dein Angebot kostet im schlimmsten Fall nur 5.000 Euro. Ich schreibe mal hier rein, 5K. Suchvolumen. Wie oft wird denn dieser Begriff Neukundengewinnung im Monat in Google gesucht? Ich habe es mir hier aufgeschrieben, das ist super einfach, 1.000 Mal. 1.000 Mal. Und wie viel Traffic davon kannst du denn jetzt bekommen? Also wenn wir jetzt hochrechnen wollen, wie viel Anfragen, wie viel Verkäufe du über deine Internetseite machen kannst, müssen wir natürlich abwägen von den 1.000, die monatlich in Google eingeben, Neukundengewinnung, kommen auf deine Internetseite. Wir rechnen es mal ganz dezent mit 25%. Das heißt, 250 Besucher, die auf deine Internetseite kommen. Das ist kaputt gerechnet. Also wenn du mit uns zusammenarbeitest, kannst du davon ausgehen, dass du innerhalb eines gewissen Zeitfensters auf die erste Seite kommst, unter die Top 5. Und gerade da ist das Traffic-Volumen eigentlich deutlich höher als 25%. Wir gehen mal so von 40, 50% aus, die wir abgreifen können. Aber kalkulieren jetzt hier mal dezent mit 25. Wenn wir über die Conversion sprechen, also wie viele Besucher, die auf deine Website kommen, 250, kannst du denn jetzt in tatsächliche Anfrage oder Verkäufe umwandeln? Und das hat natürlich was mit dem Aufbau deiner Seite zu tun, mit der Verkaufsfähigkeit und der Verkaufspsychologie, die angewendet wird. Und wir rechnen jetzt an der Stelle einfach mal mit 3%, kann man lesen, ne? Ja, kann man lesen, von den 250, die über deine Website kaufen würden. Auch das habe ich mir aufgeschrieben. Das sind eigentlich 7,5 Sales. Wir runden jetzt mal in dem Fall ausnahmsweise auf 8 Stück. Das heißt 40.000 Euro, die wir alleine mit dem einen Begriff bei einem Produktpreis von 5.000 Euro und einem Traffic von 250 mit 8 Sales erreichen könnten. Ich mache das Ganze jetzt einfach nochmal mit ein bisschen valideren Zahlen, so wie ich sie persönlich einschätzen würde. Das heißt, wir nehmen den gleichen Begriff, Neukundengewinnung, den Preis setzen wir mal hoch auf, sagen wir mal, 25.000 Euro. Weil wir gehen jetzt mal davon aus, du hast zum Beispiel eine Setup-Gebühr von 5.000, 8.000, 10.000 Euro, was auch immer, und hängst direkt dann hinten dran 6 Monate, 3 Monate, 12 Monate Betreuung. Also irgendwie wird hier wahrscheinlich eine entsprechend hohe Zahl stehen. Suchvolumen ist natürlich gleich geblieben. Traffic würde ich sagen, nehmen wir jetzt auch mal eine realistischere Größenordnung und kalkulieren aber auch nicht zu hoch. Aber sagen jetzt mal, du würdest zum Beispiel 35% bekommen, das heißt 350 Besucher, die auf deine Website kommen. Wir bleiben auch bei den 3% Conversion. Und jetzt muss ich noch mal schauen bei den Sales, was bedeutet das? Es wären jetzt in dem Fall 11 Sales. Also 11 Sales mal 25.000 Euro. Du ahnst es schon, 275.000 Euro
wenn wir das jetzt hier richtig angehen würden. Ja? Also das heißt, du wirst zur Neukundengewinnung auf Seite 1 unter den Top 3, Top 5 gefunden, bekommst 35% des Traffics, hast einen Angebotswert von 25.000 Euro. Also du siehst, das ist ein mögliches Potenzial. Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen, also zwischen den hier oben eben errechneten paar 30.000, 40.000 Euro und den 275.000 Euro, die du mit dem Angebot bei so einem Preis, so einem Suchvolumen, dem möglichen Traffic und der Conversion-Rate eben erzielen kannst. Und das ist das, wofür ich dich sensibilisieren möchte. Mach dir mal die Gedanken dazu, wenn du zu deinem Kernangebot, Kernoffer gefunden wirst, Menschen auf eine Seite kommen, auf deine Webseite, die eben auch verkaufspsychologisch genau diese Methode anwendet, zu sagen, ich schaffe es, dich von einem Interessenten in einen Anfrager zu machen, dann ist das das tatsächliche Potenzial, was wir in den einzelnen Bereichen haben. Selbst wie gesagt, wenn du es kaputt rechnest auf 35.000 Euro im Worst Case, aber ich denke, das ist die Investition in SEO allemal wert. Nehmen wir mal exemplarisch noch andere Begriffe, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, Neukunden gewinnen als Verb. Ich kürze das mal wieder ab hier mit meiner Sauklaue. Das sind in dem Fall 230. Also damit du auch siehst, ich rechne das nicht schön. Moment hier. 230 Mal wird dieser Begriff im Monat gesucht. Wir nehmen wieder die 5.000 Euro Angebotswert. Von den 230 nehmen wir jetzt in dem Fall auch nochmal die gute Traffic-Zahl von 45%. In dem Fall wären das dann auch nur 104 Besucher. Conversion nehmen wir auch wieder die 3%. Was bedeutet das? In Sales, das wären auch wieder drei Sales, drei Stück. Machen wir hier wieder ein bisschen Platz. 3 mal 5 sind 15.000 Euro. Also wenn du das auch wieder hochrechnen würdest mit den 25.000, also du siehst, wo wir hinkommen könnten. Du weißt am besten natürlich, was dein Angebot wert ist, zu welchem Preis du es verkaufst, und natürlich auch, was du mit einer entsprechenden Anzahl an Anfragen und einer Verkaufsquote, wie du die auch eben, wie auch immer geartet, in deinem eigenen Prozess hast. Also verkaufst du von deinem Angebot, wenn dir jemand anfragt, an 30% der Leute, an 70% der Leute, ist eben so ein bisschen Zahlenspiel. Ne? Aber das ist das Potenzial, was eben jetzt auch an dieser Stelle hier hängt. Es gibt natürlich noch viele weitere Begriffe, die für dich interessant sein könnten. Einige habe ich mir noch aufgeschrieben, wie zum Beispiel Kundengewinnung Methode, also jemand, der sich interessiert. Welche Möglichkeiten habe ich denn? Auf deiner Internetseite könntest du natürlich die logische Abfolge bringen, dass man sieht, das Angebot, was deins ist, ist das, was ich anfragen sollte, dass die Anfrage auch bei dir landet. Neukundengewinnung B2B, du kannst dich auf deine Kernzielgruppe fokussieren, aber natürlich auch auf diejenigen, die zum Beispiel sagen, also die wissen noch gar nicht, dass sie eine Agentur, einen Dienstleister, einen Berater auf diese Art und Weise beauftragen würden. Die geben dann in Google zum Beispiel ein, wie finde ich neue Kunden, Online-Kunden gewinnen, mit LinkedIn-Kunden gewinnen oder, suchen auch konkret nach einer Agentur. Also du siehst, die Möglichkeiten an Angebotsfindung, Antwort geben, sind eben sehr differenziert, weil wir eben alle unterschiedlich suchen. Natürlich gibt es gewisse Muster. Wir arbeiten hier bei uns mit sehr klaren Strategien, wie wir auch diese Muster gut beantworten können, sodass eben die Conversion, die bei dir ankommt, auch entsprechend hoch ist. Du siehst, wir haben hier fast eine Viertelmillion mit einem Begriff an Potenzial schon hochgerechnet. Selbst wenn du es dezent machen würdest, wäre es trotzdem das Potenzial, was in deinem Markt online da schlummert. Ja, wenn du wissen möchtest, was das konkret für dich bedeutet, dass wir uns mal die Begriffe für dich anschauen, zum Beispiel im Bereich Telesales, Telemarketing, LinkedIn-Akquise, Social-Media-Akquise, Online-Ads schalten, was auch immer, vielleicht auch auf eine spezielle Zielgruppe gemünzt, also das ganze Thema für Versicherungen, für, weiß ich nicht, Finanzdienstleister, Zahnärzte oder, melde dich gerne bei uns. Wir schauen uns ganz konkret das Potenzial in deinem Markt an, gucken uns an, was da so geht. Also falls dir das Video gefallen hat, du vielleicht noch mehr spannende Insights aus dem ganzen SEO-Thema kennenlernen möchtest, du noch ein bisschen hinterfragst, mit welcher Strategie wir arbeiten, folg uns unbedingt auf diesem Kanal. Ja, ansonsten freue ich mich umso mehr auf das persönliche Gespräch mit dir. Auf www.philpoosch.de kannst du dir eine kostenlose Potenzialanalyse buchen, in der wir uns das Potenzial einfach mal gemeinsam ansehen, gemeinsam hochrechnen. Also ich lasse dich damit nicht alleine. Ich freue mich aufs Gespräch. Bis dahin, dein Phil.